Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von A Tasty Hike. Wir starten hier gleich mal mit einer Premiere. Ich glaube, ich habe noch nie die Ansage gemacht. Ja, wir filmen auch heute mit dem Handy. Wir haben leider unsere Kamera vergessen. Nichtsdestotrotz versuchen wir jetzt da mal das Beste draus zu machen. Und wollen euch zeigen, wie es so im Oberbozen aussieht. Wir laufen übrigens von Oberbozen nach Globenstein. Das ist hier der Panoramaweg. Wir haben uns in Oberbozen ein bisschen informiert, was man gut laufen kann. Da haben sie eine Touri-Information mit ganz netten Menschen, die helfen da einem auch gerne. Ja, und schaut ganz anständig aus. Wir sind jetzt durch Oberbozen rausgelaufen und sind jetzt dann gleich mitten in der Natur. Wir müssen bisher sagen, dass wir den Weg jetzt nicht so geile finden. Also wir sind jetzt ungefähr die Hälfte der Strecke gelaufen. Sag jetzt mal, bisher waren irgendwie so 60% so planierter Wanderweg und der Rest war halt Straße. Was man auf jeden Fall doch zugeben muss, ist, die Aussicht auf den Schlern und auf die Seiseralm und so ist schon echt ziemlich cool. Von dem her, aussichtsreich ist die Tour auf jeden Fall. Das ist übrigens mein neues Zuhause. Leider nein. Wir sind jetzt mal auf dem Wanderweg angekommen. Das liegt uns ein bisschen mehr, wie Jan hat es vorhin ganz nett ausgedrückt. Ja, spazieren gehen im Kurpark auf 1200 Metern wahrscheinlich ungefähr hier. Aber ups, jetzt hat es mich fast lang gelegt. Ja, irgendwo findet man jetzt noch eine geile Brotzeit und dann passt die Welt wieder. Hallo! So, jetzt hat es mal wieder kurzzeitig geregnet. Irgendwie hat man bisher kein Glück damit. Und wir laufen jetzt quasi zurück und nehmen aber auf dem Rückweg noch die, was ist das, eine Zahnradbahn, Jana? Ja, Zahnradbahn. Okay, Zahnradbahn.
Wir haben ein Mainzelmännchen gefunden, da drüben. Das ist weitläufige Verwandtschaft von uns. Zurück von der Wanderung. Wie ihr sehen könnt, im Hintergrund ist quasi der Weinberg, glaube ich, von unserem Ferienwohnungsbesitz. Fazit. Ist ein bisschen schwierig. Ich sage jetzt mal, es ist halt stink einfach, die Wanderung. Es ist ein netter Spaziergang. Man hat gut total schöne Aussicht auf den Schlern, auf die Seisealm und den Rosengarten. Aber wir würden sie jetzt, glaube ich, nicht mehr machen. Es gibt mit Sicherheit schönere Wanderungen da oben. Aber es gibt auch mal Tage, wo man halt einfach nicht die richtige Wanderung raussucht. In dem Sinne, wir gehen jetzt noch Pizza essen. Wir haben uns trotzdem nicht den Spaß verderben lassen, muss man dazu sagen. Wir gehen jetzt noch Pizza essen, trinken ein Gläschen Wein und lassen uns gut gehen. Und morgen geht's weiter. Bis dann!